Thank you.
und Wimmer. Nicht ganz sauber, aber das Spiel geht weiter. Sehr, sehr schneller Start in diesem Spiel, trotz des etwas rutschigen Bodens. Paul Breitner und Beckenbauer. Sigi Held, der sich sehr in der Mitte aufhält. Netzer, nicht ganz sicher. Und Freistoß gegen die Engländer, die Netzer in die Zange nahmen. Beckenbauer zu Höttges. Müller zum ersten Mal am Ball. Wimmer. Netzer. Breitner. Beckenbauer. Deutsche Mannschaft sucht den Ball zu halten, Ruhe ins Spiel zu bringen. Wimmer. Hält. Und die erste Ecke für die deutsche Mannschaft. Unter den 100.000 in Wembley sind 12.000 deutsche Schlachtenbummler, die sich bei dieser ersten Ecke für die deutsche Elf sehr stark bemerkbar gemacht haben. Breitner, Beckenbauer, Wimmer, Schwarzenbeck, sechs Spieler von Bayern München, Höttges, Grabowski zurück. Hunter, Sieger gegen Hoeneß. Bobby Moore und Gordon Banks, Englands Spieler des Jahres, heute in seinem 70. Länderspiel. Schwarzenbeck. Und eine Wucht durch Schneidenschiffer, es gibt weiter. Und ein Freistoß für die deutsche Mannschaft. Hier Franz Beckenbauer, neben ihm Dieter Höttges, im Hintergrund war Chivers. Sepp Maier lässt sich etwas Zeit. Sprechchöre rufen den Namen von Günter Netzer. Bobby Moore. Hughes. Gegen Grabowski, Alan Ball und Einwurf Günter Netzer, Herbert Wimmer, Breitner, sehr hübsch. Breitner sehr offensiv bereits in diesen ersten Minuten. Höttges. Sehr einsatzfreudig gegen seinen alten Rivalen Hurst und das sah nicht sehr hübsch aus. Hughes und Gordon Banks. Deutliches Missfallen gegen die einige Mannschaft. Madeley. Colin Bell, der etwas überraschend ins Team gekommen ist, zurück zu Moore. Beckenbauer. Und Einwurf für die britische Mannschaft, für die Engländer. Shivers, berühmt für seine weiten Einwürfe. Chivers gegen Schwarzenbeck. Die beiden werden wir noch häufiger zusammen sehen. Colin Bell, Meyer, aber dazwischen war Höttges. Einwurf für die Engländer. Dieter Höttges heute in seinem 50. Länderspiel und weder Chivers mit dem weiten Einwurf. Und Sepp Meyer.
Gut, dass der Münchner gleich am Anfang stark ist. Breitner und wieder Meier. Schwarzenbeck. Hoeneß. Beckenbauer. Ball halten, Tempo verzögern. Das ist jetzt die Marschrichtung in der deutschen Mannschaft. Uli Hoeneß mit Hels. Ja, die stören sich gegenseitig. Schwarzenbeck. Höttges. Grabowski kommt nicht heran. Colin Bell gegen Wimmer. Sieger bleibt Wimmer. Möglichkeit. Erste für die deutsche Mannschaft. Hoeneß. Müller nicht heran. Grabowski. Setzer. Und Müller. Aber Gordon Banks. Die bisher beste Chance in diesem Spiel für die deutsche Mannschaft. Lee. Alan Ball. Peters. Zum ersten Mal am Ball. Meier. Sicher. Ja, für Sepp Meier freut uns das, dass er am Anfang gut aussieht. Er sagt, er haltet uns die Daumen, als wir gestern bei ihm waren. Ich hab's nötig. Sigi Hels. Alan Ball, Martin Peters, Held kommt mit und Meier. Wimmer, Netze, Beckenbauer, Müller, Hoeneß überlässt Grabowski. Doppelpassversuch, nicht ganz geglückt. Und Gordon Banks. Alan Ball. Aber Wimmer bleibt bei ihm. Bobby Moore, der Captain. Alan Ball. Lee gegen Breitner und Moore. Und wieder Sepp Meier. Hoeneß. Sehr schön gemacht. Und von Norman Hunter abgewehrt. Alan Ball. Hurst gegen Höttges. Und Sieger Höttges. Drei Tore hat Hurst gegen Höttges erzielt im Endspiel 66. Und der Horst Dieter von Werder Bremen hat sich etwas vorgenommen gegen diesen Mann. Medley weit aufgerückt. Und gut gefaustet von Meier. Grabowski, Müller. Schivers rutscht weg, zeigt, wie glitschig der Rasen ist. Netzer weit zurückhängend. Wimmer und Netzer. Und dann kommt Hughes. Alan Ball, Colin Bell, Lee, der Torschütze, der Gefährliche kam nicht heran, denn Uli Hoeneß mit Netzer. Hoeneß, Netzer, Müller, zu kurz, aber nein, Hughes konnte in Ruhe stehen bleiben. Einwurf für die deutsche Elf.
Jürgen Grabowski wirft. Sigi Held, Verzeihung. Günther Netzer. Colin Bell. Alan Shivers. 1,92 Meter und Beckenbauer. Grabowski. Grabowski gegen Hughes und Foul. Gutes Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter Elias und seinem Linienrichter, der sofort anzeigte. Im Bild, das ist Jürgen Grabowski. Schwarzenbeck. Alles in der englischen Hälfte. Beckenbauer. Wimmer. Held. Hoeneß. Breitner. Netzer. Beckenbauer. Hoeneß mit zwei Mann. Held. Und Einwurf für die deutsche Elf. Breitner, Held, Hoeneß, Netzer. Wimmer könnte schießen. Grabowski. Und zweiter Eckball für die deutsche Mannschaft. Gespielt knapp eine Viertelstunde, hier die Wiederholung. Grabowski, der Schuss, sehr gefährlich. Und Colin Bell wehrt ihn zur Ecke ab. Hoeneß. Banks. Oh! Glück gehabt, denn Müller hatte den Fuß schon hoch. Martin Peters. Colin Bell. Die deutsche Mannschaft bisher sehr gut, muss ich sagen. Keineswegs in die Defensive gedrängt. Sie spielt mit. So wie Helmut Schön das in seiner taktischen Besprechung verraten hat. Grabowski, guter Wechsel. Netzer. Beckenbauer ist da. Held. Beckenbauer. Wieder Held. Alan Ball. Schivers gegen Schwarzenbeck. Und sehr schön gemacht von Katze Schwarzenbeck, der seinen Mann hält. Erste Ecke für England wird ausgeführt von Francis Lee. Und gleich folgt die zweite Ecke. Meyer ganz auf sicher gegangen, das ist richtig. Alan Ball schießt diese Ecke. Und gleich folgt die dritte. Immer noch Netzer. Und der Pass zu Müller misslang. Hurst mit Höttges. Und der Bremer macht das sehr gut. Wimmer.
Grabowski, Müller, Bobby Moore sehr weit zurückhängend in diesem Spiel bisher und Alan Ball, der das Mittelfeld bestimmen soll, bisher aber noch nicht bestimmt hat. Colin Bell, Mealy, das ist gefährlich. Ball war schon im Aus, es gibt Abschlag vom Tor der deutschen Mannschaft. Hier ist Madeley, der Verteidiger, der den Ball schon über die Außenlinie gespielt hatte. Die Mannschaft in Grün-Weiß, die deutsche Mannschaft, spielt sehr gut über die Flügel, reißt damit das Spiel in der gegnerischen Hälfte auseinander. Taktisch sehr gut. Netzer zurückhängend, gutes Gespann mit Beckenbauer. Auch Wimmer sehr eifrig in diesen ersten Minuten. Und auch sehr erfolgreich. Mit diesen hohen Bällen haben die Deutschen natürlich weniger Erfolg, weil die Engländer in der Abwehr sehr große Spieler haben, die außerdem sehr, sehr kopfballstark sind. Gordon Banks lässt sich Zeit bei seinen Abschlägen, findet dann aber meist den eigenen Mann. Shivers und Schwarzenbeck. Einwurf. Ich meine für die deutsche Mannschaft. Nein, für die Engländer. Alan Ball, Rotschopf. Martin Peters und Netze. Held, Hoeneß, Breitner. Breitner, Hoeneß. Held. Wimmer, Beckenbauer rückt auf. Und das ist richtig, ja, ein gefährlicher Schuss. Solche Flachschüsse auf schwachem, nassem Boden sind genau das, was man braucht. Typischer Beckenbauer. Francis Lee und Schwarzenbeck. Da war noch der Fuß von Lee dazwischen, Einwurf für die deutsche Mannschaft. Madeley, Moore, Norman Hunter, Hughes. Das war ein abgefälschter Ball und es gibt die dritte Ecke, vierte Ecke für die Engländer. Hier die Wiederholung. Sieht man das wie Beckenbauer und Meyer hatte Sorgen, aber der Ball geht doch deutlich am Tor vorbei. Der Meyer mit Faustball und gefangen. Paul Breitner. Die deutsche Mannschaft also nicht, wie man in England erwartet hat, nur in der Defensive, um eine gute Ausgangsposition für das zweite Spiel zu erobern, sondern so, wie es Helmut Schön gefordert hat, wir spielen mit und das tun sie hier. Breitner zurück zu Beckenbauer. Schwarzenbeck. Netzer. Wieder ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr, also sieht jetzt der Dreier um sich und dann fault ihn Alan Ball. Aber Netzer sollte es auch nicht so sehr herausfordern. Wenn er schon drei Gegner bei sich hat, sollte er einen
Kameraden der eigenen Mannschaft einsetzen. Beckenbauer. Netzer. Müller. Wimmer. Und leicht für Gordon Banks. Er spielt in einem knallgelben Pullover. Wenn Sie schwarz-weiß fernsehen, dann darf ich Ihnen das sagen. Madeley. Leeds United. Sehr schön von Breitner. Müller kommt mit. Breitner gegen Moore. Versucht ein Solo, so wie zuletzt in Budapest, wo ja ein herrliches Torschuss diesmal nicht gelungen. Aber sicherlich Breitner mit seinen 20 Jahren braucht solche Szenen. Sie geben ihm Selbstvertrauen. Bell. Chivas. Hughes, der linke Verteidiger, ist aufgerückt. Meyer. Grabowski. Leider niemand da. In der deutschen Mannschaft, meine Damen und Herren, wenn Sie Fußballfachmann sind, wissen Sie, es hat es einige Sorgen gegeben. Die verletzten Vogt, Overath, Schnellinger. Das hat Helmut Schön viel Sorgen gemacht, aber sie sind alle fit in dieser einen Woche gut behandelt worden, unter anderem von Marcel Deuser und Professor Schober. Es hat keine Bedenken gegen den Einsatz der zurzeit wohl stärksten Mannschaft gegeben. Höttges. Und auch einige Unstimmigkeiten mit Sepp Maier oder zwischen den Bayern-Spielern und Hans Floh vom 1. FC Köln sind in dieser Woche in sehr kameradschaftlicher Weise ausgeräumt worden. Dass das so ist, wie es uns Helmut Schön gestern gesagt hat, zeigt sich hier in dieser ersten halben Stunde des Spiels, das nach wie vor 0:0 steht. Hier die Wiederholung, sie zeigt, wie viel Glück dabei war. Ecke für die deutsche Mannschaft, die dritte. Netzer gegen Moore. Wimmer. Den Fuß erwischt. Keine tolle Leistung von Banks. 1:0, 26. Minute. Und das lässt die Gedanken zurückgehen an 1966, an das Endspiel der Weltmeisterschaft, als Helmut Haller die deutsche Mannschaft ebenfalls mit 1:0 in Führung gebracht hat. Hier ist Gordon Banks, der Fußballer des Jahres, der bei dieser Szene nicht gerade überragend ausgesehen hat. Einwurf für die englische Mannschaft. Norman Hunter. Zum ersten Mal Hurst Sieger gegen Höttges. Lee und Meyer, aber Ecke. Fünf gegen drei Ecken jetzt für England. Die Wiederholung, hier ist Hurst. Gefährlich angeschnittener Ball, aber Meyer reagiert hervorragend. Colin Bell. Madeley. Und Möglichkeit, aber wieder Meyer. Bravo, bravo, Sepp Meyer.
Und außerdem hat der Schiedsrichter noch einen Foul gesehen, sodass es einen Freistoß für die deutsche Mannschaft gibt. Held, die 12.000 deutschen Schlachtenbummler fordern jetzt noch ein Tor. Und sie bestimmen die Kulisse im Stadion. Beckenbauer, Netzer. Schivers. Und Meier. Wimmer. Beckenbauer. Wieder Wimmer. Höttges. Breitner. Sehr offensiv, der 20-jährige Münchner. Grabowski. Wieder Breitner. Und Einwurf für die Deutschen. Durch Grabowski. Zur Netze. Müller. Wimmer. Held. Müller wollte sich drehen, aber da standen Zweier bei ihm, immer noch Netzer. Und das gibt wieder einen Eckball, den vierten für die deutsche Mannschaft. Hier ist Günther Netzer. Hoeneß. Hoeneß. Wimmer. Banks. Deutsche Mannschaft spielt ganz hervorragend. Hier Herbert Wimmer. Spielt gut über die Flügel. Während man das bei den Engländern nicht sagen kann, die ja ohne eigentliche Flügelstürmer spielen. Wieder wie Uli Hoeneß. Leider etwas zu steil für Gerd Müller. Hurst, immer knapp gedeckt von Höttges. Deutsche Mannschaft mit einer ganz scharfen Manndeckung. Alan Schivers, Breitner und Meier. Und Meier hat den Ball über die Torauslinie gedrückt. Und die Entscheidung ist richtig. Es gibt einen Eckball für die Engländer. Meier ist vielleicht etwas verletzt worden, aber der Ball war vorher über der Auslinie. Die sechste Ecke für die Engländer. Aber Meier kann schon einen kleinen Puff vertragen. Steht wieder fest auf beiden Füßen. Das hat es selten in Wembley gegeben. Alan Ball wird ausgebuht. Immer noch Ball. Hochachtung vor Sepp Maier. Beckenbauer. Netzer. Immer anspielbar, der Günther Netzer. Großes Pensum, genau wie Herbert Wimmer. Das Mittelfeld gehört der deutschen Mannschaft, so kann man ohne Zweifel in dieser Phase des Spiels sagen. Schwarzenbeck kommt mit. Gespielt sind jetzt 32 Minuten, der Stand immer noch 1:0 für die deutsche Mannschaft gegen England in Wembley, wo die deutsche Mannschaft noch nie gewonnen hat. Hier ist die Reservebank der Deutschen mit Kleff, mit Bonhoff.
Alan Ball. Beckenbauer sehr sicher, sehr aufmerksam. Einer der wenigen Fehlpässe von Günter Netzer. Und giftig war auch Dieter Höttges dazwischen, wenn es auch eine Ecke gekostet hat. Alan Ball und Meyer. Meyer bekommt jetzt Beifall auf offener Szene, auch vom englischen Publikum. Wimmer jetzt einmal auf der anderen Seite, Ball ist ihm ins Aus gerutscht. Einwurf für England. Francis Lee, gefährlich. Und Beckenbauer zur achten Ecke. Fast erscheint mir die deutsche Abwehr ein wenig sorglos. Meyer gegen Peters, hervorragend. Beckenbauer. Netzer harmonieren hervorragend, die beiden. Und Netzer und Wimmer ebenso. Grabowski. Breitner. Unglaublich, wie die jungen Bayern-Spieler hier sich benehmen, als sei es etwas Alltägliches, in Wembley zu spielen. Netzer, Breitner, direktes Spiel, großartige Spielzüge. Müller, etwas zu weit, aber der Ball sprang auf dem rutschigen Rasen, kein Vorwurf an Sigel. Sieht jetzt eher so aus, als hätte die deutsche Mannschaft ein Heimspiel und würde nicht gegen England in Wembley antreten. England, das im eigenen Lande insgesamt nur viermal gegen ausländische Mannschaften verloren hat. 49 gegen die Republik Irland, dann das 3:6 gegen die Ungarn und dann noch einmal gegen Schweden und einmal gegen Österreich. Seit 7 Jahren aber wieder ungeschlagen in Wembley. Uli Hoeneß, Grabowski. Grabowski war ja 1970 schon dabei, er kam als Ersatzmann in das Spiel, das nach Verlängerung ein 3:2 für die deutsche Mannschaft brachte im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal geschah es einer englischen Mannschaft, dass sie nach einer 2:0-Führung noch verlor. Günter Netzer, seine gefürchteten Freistöße kennt man hier offensichtlich nicht. Höttges, Beckenbauer, Breitner, Francis Lee, wir haben noch nicht viel von ihm gesehen, von seiner Gefährlichkeit. Er schoss immerhin 30 Tore in der englischen Meisterschaft und steht an der Spitze. Das sah gefährlicher aus, als es war. Gut 2 Meter strich dieser Schuss von Ball am Tor vorbei, hier die Wiederholung. Zu spielen noch etwa 8 Minuten in der ersten Halbzeit und nach wie vor 1:0 für die deutsche Mannschaft durch das Tor von Uli Hoeneß.
Bobby Moore, sehr zurückhaltend, sehr weit zurückhängend, der englische Captain. Einwurf für England. Engländer drücken, wollen vor der Pause jetzt noch das 1:1 erreichen. Hunter. Ball und Hurst. Und da hilft Wimmer hinten aus. Sehr geschickt. Hält. Es wird mit Kopf gespielt in der deutschen Mannschaft. Das war ein Foul von Peters. Aber Beckenbauer. Grabowski. Rechts läuft Hoeneß. Kommt jetzt in Ballbesitz. Und Beckenbauer. Müller, Beckenbauer, wunderbar. Grabowski. Kein Foul, kein Foul, kein Foul. Trotz der Pfiffe. Alan Ball. Hurst und Höttges, das Paar. Peters. Zweimal Torschütze gegen Deutschland. Habermeyer zur Ecke. Ein ganz unerwarteter Schuss. Neunte Ecke für England. Durch Alan Ball. Glück für Meyer und Breitner mit kaltem Kopf. Bobby Moore. Breitner wächst über sich hinaus. Und jetzt Netzer wieder, überbrückt das Mittelfeld mit mächtigem Spurt. Müller. Hält. Sechs Engländer stehen hinten. Gordon Banks und Ziggy Hels. Norman Hunter, Alan Ball. Hurst gegen Höttges. Und der Ball ist im Aus, Abschlag vom deutschen Tor. Hurst, der ursprünglich mehr zurückgezogen spielen sollte, hier haben wir ihn im Bild, spielt sehr offensiv, also kein Zweimannsturm der Engländer, wie Sir Ramsay das meistens angewiesen hat, sondern Hurst stürmt mit, spielt mit Spitze. Schwarzenbeck. Grabowski und Müller. Beckenbauer. Netzer. Deutsche Mannschaft spielt jetzt ein bisschen auf Zeit. Noch 3 Minuten mache ich aus für die erste Halbzeit. Und das war ein Foul, aber es geht weiter. Alan Ball. Netzer. Ja, was sollen da die Pfiffe? Beckenbauer. Horst Dieter Höttges. Grabowski. Netzer. Flügelwechsel, sehr gut. Wimmer jetzt auf dem rechten Flügel. Und Einwurf für England. Herbert Wimmer im Bild. Der Gladbacher zuletzt nicht so stark. Hier spielt er außerordentlich gescheit im Mittelfeld. Gute Zusammenarbeit mit Netzer, mit Beckenbauer und Hoeneß. Colin Bell.
Francis Lee mit Schwarzenbeck. Mit Breitner, so. Einwurf für Francis Lee. Hier ist Breitner im Bild. Bobby Moore. Alles in der deutschen Hälfte. Schwarzenbeck von hinten gedrückt. Übersehen vom Schiedsrichter. Und es gibt eine Ecke. Franz Beckenbauer beschwert sich. Er hat recht. Er hat recht. Aber er sollte es nicht so auffällig machen und nicht so laut. Wimmer. Und jetzt müsste ein Vorstoß noch einmal kommen in dieser letzten Minute. Müller. Beckenbauer. Grabowski steht frei. Da hat er ihn. Richtig. Und das war knapp. Oh, das war knapp. Die Wiederholung. Diese Aufsetzer sind brandgefährlich. Colin Bell. Ja, das ist sicher für Meyer, auf den man sich heute wirklich verlassen kann. Netzer. Pfiffe gegen die englische Mannschaft, das wird sie nicht sicherer machen. Und dort ist der Abpfiff zur Halbzeit. Mit 1:0 für Deutschland geht es in die Kabinen. Und meine Damen und Herren, daran haben wir nicht glauben können, nach den Nöten, die Helmut Schön hat. Und ein Kompliment bei Halbzeit an die deutsche Mannschaft, die ein hervorragendes Spiel im Wembley gespielt hat. Damit gebe ich zurück in die Sendezentrale. Meine Damen und Herren, die zweite Halbzeit hat begonnen. Die deutsche Mannschaft jetzt von links nach rechts mit Netzer. Und das hat Wembley wohl zum ersten Mal gesehen. In der Pause haben die deutschen Schlachtenbummler den Engländern Gesangsunterricht gegeben. Die Engländer, die sonst immer lautstark ihre Lieder anstimmen, wurden glatt überstimmt von den 12.000 deutschen Schlachtenbummlern, die sich wohl über die erste Halbzeit genauso gefreut haben wie sie zu Hause. Auf beiden Seiten unveränderte Aufstellung, kein Spieler bisher ausgewechselt. Lee gegen Breitner kommt nicht vorbei. Einwurf für die englische Mannschaft. Und wieder Martin Shivers, der wohl weit in den Strafraum hineinwerfen wird. Bobby Moore. Martin Shivers und Beckenbauer war dazwischen mit großem Einsatz. Müller ganz alleine, ja, er musste den Ball zunächst einmal halten, um eigene Spieler mit nach vorne zu ziehen, wie jetzt Grabowski. Sigi Held. Ganz allein auf sich gestellt. Vier Engländer, das war zu viel. Hurst. Hughes. Hunter. Wieder Hughes. Und Höttges liest Hurst nicht zum Schuss kommen. Hier ist der dreifache Torschütze des Endspiels von 1966 in Wembley. Hughes.
und Meyer. Sir Alf Ramsay wird sicherlich in der Pause die taktische Marschroute gegeben haben, dass die beiden Außenverteidiger stärker offensiv werden. Das sieht man in diesen ersten Minuten, denn sie müssen ja die Außenstürmer ersetzen, die das englische Team nicht hat. Netzer. Hoeneß. Breitner. Netzer. Hoeneß. Breitner. Höttges. Wimmer. Netzer. Und es gibt Einwurf für England. Beckenbauer und Höttges. Die deutsche Elf spielt jetzt betont auf Sicherheit, versucht den Ball zu halten, wahrscheinlich um einen zu vermutenden englischen Ansturm in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit zunächst einmal zu verhindern. Madeley. Colin Bell, Shivers mit Schwarzenbeck. Netzer. Hoeneß. Oh, die Engländer steigen jetzt ein. Grabowski. Wimmer mit Bell. Und Einwurf für Deutschland. Grabowski. Müller ganz alleine und Madeley. Ball hat viel Raum jetzt. Hurst und Höttges, wie immer. Ja, und Höttges in seinem 50. Spiel will zeigen, dass die drei Tore von 66, die Hurst erzielte, heute nicht mehr möglich sind gegen ihn. Peters. Hughes. Gegen Wimmer, ein Foul für England. Bobby Moore, Hoeneß. Und der Ball ist im Aus zum Einwurf für die englische Mannschaft. Schwarzenbeck hatte eingeworfen, das wurde natürlich zurückgepfiffen. Und wieder Martin Shivers. Bobby Moore. Francis Lee. Und Höttges, große Partie, die der Bremer heute spielt. Wieder Francis Lee. Und die Bälle prasseln in Richtung Deutschland. Und Beckenbauer mit Fallrückzieher. Aber vorher Foul an Sepp Maier abgepfiffen. Foul von Martin Peters. Leider war Gerd Müller abseits, aber der Schiedsrichter hat es nicht bemerkt. Und das dann, ja, das roch nach Foul. Jawohl, das roch nach Foul. Pfiffe beim Publikum und Gerd Müller beschwert sich. Aber Schiedsrichter Elias
Schütze aus Frankreich hat nicht gepfiffen. Da hat Paul Breitner gedrückt und der Freistoß ist berechtigt, aber auf der anderen Seite war das mit Sicherheit einer. Bobby Moore. So first, Beckenbauer dazwischen. Hughes. Und es war vorher ein Foul im 6-Meter-Raum von Hurst an Sepp Maier. Freistoß für die deutsche Mannschaft. 8 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Englische Offensive, aber immer noch 1:0 für die Deutschen. Und die Rufe Schieber sollten die deutschen Zuschauer doch wohl unterlassen. Beckenbauer. Grabowski, Netzer, Höttges, aber Hughes, Hurst und sofort ist Höttges wieder bei ihm. Hughes, gefährlich, Beckenbauer ist da und dann Breitner zur Ecke. Es ist bereits die 11. Ecke und hier die Wiederholung. Hughes und Beckenbauer und dann Breitner geistesgegenwärtig vor Francis Lee, dem gefährlichen Mann mit der Nummer 7, Colin Bell. Meyer, das brennt jetzt im deutschen Strafraum. Müller muss eingreifen. Und Einwurf für die deutsche Mannschaft. Starker englischer Druck und vielleicht wäre es jetzt richtig, wenn die deutsche Mannschaft etwas mehr ins Mittelfeld gehen würde, sich nicht einschnüren ließe von diesem mächtigen Ansturm der Engländer. Grabowski. Jetzt schöpfen die englischen Zuschauer wieder Hoffnung. Die 90.000 unter den 100.000 in Wembley. Hoeneß. Netzer. Wimmer. Höttges, kompromisslos. Hunter. Ball, der sehr oft anzuspielen ist, der mir ein bisschen zu viel Raum hat. Hughes. Da Ball völlig frei. Hält zu Hoeneß. Und Gordon Banks. Das ist Uli Hoeneß, der Schütze des ersten Tors in der 26. Spielminute. Zwölf Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Und Horst-Dieter Höttges einwandfrei. Da sieht es nach dem ersten Wechsel aus. Das sieht aus, als ob es Marsh sei, der berüchtigte Torschütze von Manchester City. Das heißt also, dass Sir Alf Ramsey die Angriffe noch verstärken will. Ball im Aus. Alan Ball. Marsch steht an der Seitenlinie, hier haben wir ihn im Bild. Aber er kann noch nicht hinein, weil zunächst das Spiel weitergeht. Wimmer. Hoeneß. Breitner. Beckenbauer. Deutsche Mannschaft jetzt ganz auf Defensive eingestellt. Und ich hoffe nur, dass das nicht gefährlich wird, denn sie hat besser ausgesehen. Weiter Rückpass.
deutet in etwa die Taktik an, die Helmut Schön wohl in der Halbzeit ausgegeben hat. Es war abseits gepfiffen, Müller stand beim Abschlag im Abseits und jetzt ist Marsch auf dem Platz und Jeff First geht hinaus. Jeff First, der Mann, der 66 im Endspiel dreimal ins deutsche Tor traf, zum 1:1, zum 3:2, das umstrittene dritte Tor, das berühmte, und zum 4:2, er hat das Feld verlassen. Er hat gegen Höttges heute, wie man so sagt, keinen Stich bekommen. Oh ja, bravo, bravo, Sepp Maier. Hält. Beckenbauer, Netzer. Die beiden ergänzen sich wunderbar. Müller. Die Engländer stören jetzt viel stärker bei der Ballannahme als in der ersten Halbzeit. Das ist ganz auffallend. Colin Bell. Wiederholung und hier sehen wir Colin Bell von Manchester City. Grabowski. Netzer. Wimmer. Und Einwurf für die deutsche Mannschaft. Gespielt, meine Damen und Herren, sind 15 Minuten der zweiten Halbzeit, also insgesamt genau eine Stunde. Und noch für die jetzt unter starkem Druck stehende deutsche Mannschaft mit 1:0. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die beiden englischen Außenverteidiger jetzt mit enormem Druck entlang der Seitenlinie nach vorne stürmen. Das ist die taktische Marschroute, die Sir Alf Ramsey seit 1963, englischer Coach, wohl in der Pause ausgegeben hat. Das war ein Spiel von Marsch, nicht gepfiffen. Hunter. Moore und Alan Ball. Maidley. Breitner. Einwurf gibt es für England. Colin Bell. Ja, und Höttges setzt sich auch gegen Marsch durch. Meier eben noch angekommen. Und Wimmer. Bobby Moore. Marsch, Hughes. Und auf der Latte tanzte der Ball. Glück für Sepp Maier. Wiederholung. Ja, das war pures Glück, aber sagen wir es ehrlich, bei Sepp Maier heute darf man auch sagen, das Glück des Tüchtigen. Ungeheures Tempo legt die englische Mannschaft vor. Auf dem doch durch den Regen des heutigen Tages etwas schweren Boden. Die Frage, wie lange kann man das kräftemäßig durchhalten? Netzer. Breitner. Und bei hohen Bällen, da ist Gordon Banks ausgesprochen sicher. Grabowski. Wartet, dass sich jemand anbietet. Hoeneß. Drei Engländer dabei. Höttges und Beckenbauer.
Breitner. Beckenbauer. Wimmer. Außerordentlich stark heute der Gladbacher. Nach einer Formkrise hat er sich rechtzeitig wieder gefangen. Müller lauerte, aber... Norman Hunter. Maidley, der Außenverteidiger. Francis Lee. Und Ecke. Das ist die 12. Ecke für England. Francis Lee von Manchester United, der heute 28 Jahre alt geworden ist, tritt. Angeschnitten, aber Meyer. Ball beim Aus. Pfiffe sind absolut unnötig. Alan Ball. Selbst Gerd Müller muss jetzt Deckungsaufgaben übernehmen, so wie er das ja in Liverpool schon einmal für Bayern München tun musste. Da sah es ähnlich aus wie jetzt in Wembley. Schäfer und Schwarzenbeck. Vorteil gibt der Schiedsrichter nach diesem kleinen Foul von Schwarzenbeck. Bobby Moore. Alles in der deutschen Hälfte. Wieder Sepp Maier. Martin Peters hatte geköpft. Hoeneß. Beckenbauer. Kleine Einlage und Marsch gefoult. Von Günter Netzer, Freistoß für die Engländer. Beckenbauer organisiert seine Abwehr. Und Netzer. Netzer spielt heute ein großes Spiel. Feldversuch für mein Gefühl etwas zu viel auf eigene Chance. Und Marsch kommt nicht heran. Das ist jetzt der Mann, der die Tore für England schießen soll. Wir haben am letzten Samstag ein herrliches Tor für Manchester City gegen Derby County gesehen. Beckenbauer fast ausschließlich defensiv jetzt und Müller auf sich alleine gestellt. Zögert nur, kommen die anderen mit und da gibt es kein Foul. Aber das gibt berechtigte Pfiffe jetzt gegen Schiedsrichter Elias aus Frankreich, der doch die Engländer jetzt ganz offensichtlich bevorzugt. Keine Frage. Deutsche Abwehr zieht sich zusammen. Schivers, aber Netzer. Und sie gehält auf eigene Faust. Ganz allein gegen vier Engländer. Müller kam etwas später an, ein Foul an Held nach der Ballabgabe. Freistoß für Deutschland. Und die deutsche Mannschaft lässt sich Zeit. Die Hälfte der zweiten Halbzeit
ist vorbei. Wir spielen noch 22,5 Minuten. Und immer noch 1:0 für die Deutschen. Letzter Beckenbauer. Ja, nicht dumm der Schuss, aber Abseitsstellung von Gerd Müller. Der Schiedsrichter lässt allerdings Vorteil gelten und deshalb Abstoß von Gordon Banks weit in die deutsche Hälfte. Wimmer. In Zweikämpfen haben die Engländer meistens Vorteile. Schwarzenbeck lässt Shivers keinen Raum. Beckenbauer. Erstens ein Foul und zweitens war der Ball über die Linie. Es gibt Freistoß. Netzer. Wieder Pfiff des Schiedsrichters. Das muss wiederholt werden, wohl der Freistoß. Ja, der Ball lag vielleicht 50 cm falsch. Aber das gibt der deutschen Mannschaft ein bisschen Ruhe, ein bisschen Aufatmen. Steppmeier. Günter Netze. Der Ball rutscht sehr schnell auf diesem flachen Boden. Grabowski schimpft ein wenig. Hughes. Marsch. Und Freistoß. Und da weiß ich gar nicht, was gewesen sein soll. Der Schiedsrichter verhängt indirekten Freistoß. Mit angelegten Armen ist Marsch von Schwarzenbeck angegriffen worden. Das war völlig korrekt. Und die deutsche Mannschaft bildet eine Mauer, die noch nicht weit genug zurücksteht. Hughes aber, na, genau wo der 16-Meter-Kasten auf die Torlinie mündet, landete dieser Ball. Das ist Emlyn Hughes vom FC Liverpool. Wiederholung? Nein, Abschlag von Sepp Maier. Erstaunlich ist für mich, wo die Bayern-Spieler nach den drei schweren Niederlagen, nach 13 Spielen in 36 Tagen, heute noch die Kraft herfinden. Aber man sagt ja immer, wenn es für die deutsche Nationalmannschaft um etwas geht, dann kämpft sie auch besonders stark. Netzer. Oh ja, so geht es ja nun doch nicht. Und dann beschwert sich auch noch Emlyn Hughes. Mit der Hand wurde Netzer festgehalten. Grabowski, Beckenbauer, Höttges. Breitner, Netze. Gut, dass die deutsche Mannschaft den Ball laufen lässt und den Gegner. Alan Ball und Gerd Müller, aber Francis Lee. Colin Bell. Und Ball im Aus. Abschlag. Sepp Maier war da und hat wohl noch knapp den Ball berührt. Deshalb gibt es die 13. Ecke. Hoffentlich bedeutet die Zahl 13 hier kein Unter. An der Mittellinie nur noch Gerd Müller.
Beckenbauer. Alan Ball. Und wieder Beckenbauer. Und Fallrückzieher Schwarzenbeck. Breitner. Hoeneß, Müller ist vorne. Müller ist frei, wann kommt der Pass? Da ist er. Und etwas zu viel nach rechts abgezogen. Pass kam ein wenig spät von Hoeneß. Wenn er steiler gekommen wäre, wäre die Chance für Gerd Müller bei diesem schnellen Gegenzug besser gewesen. Müller wartet auf sein 43. Tor in der Nationalmannschaft. In den beiden letzten Länderspielen war er erfolglos beim 0:0 gegen Polen und beim 2:0 gegen Ungarn in Budapest. Peters und Höttges. Und wieder Ecke. Erste Fehlgriff von Meyer, aber da war Höttges, der genau richtig stand. Breitner. Hughes. Den englischen Stürmern kann man nicht gerade Schussstärke bescheinigen. Und das ist ein Glück für die deutsche Mannschaft. Spielt jetzt fast eine halbe Stunde in der zweiten Halbzeit in Wembley und immer noch 1:0. Wimmer, Netzer, Grabowski, Beckenbauer, Netzer. Wimmer und Netzer. Das hat Wimmer sehr geschickt gemacht. Er ließ den englischen Verteidiger ran, das brachte den Einbruch. Beckenbauer. Versucht es auf eigene Faust. Mit. Um den Tick eines Haares. Und Abschlag vom Tor der Bretter. Hughes. Peters. Marsch und Beckenbauer, wo immer er gebraucht wird. Und Netzer genauso. Breitner, Grabowski, Hoeneß. Schwarzenbeck, Beckenbauer. Deutsche Mannschaft versucht das Spiel zu ordnen, Ruhe hineinzubringen und den englischen Angriffsschwung zu bremsen. Foul, Freistoß für die deutsche Mannschaft. Insgesamt bis jetzt sicherlich ein sehr faires Spiel bei diesem hohen Ansatz. Ein Engländer liegt dort, ich glaube es ist Colin Bell, der jetzt gepflegt werden wird. Die deutsche Führung ist dahin, 1:1 und zu spielen noch 13 Minuten in Wembley. Wenn man gerecht ist, muss man sagen, sicherlich nicht unverdient dieses Tor der Engländer. Auch Helmut Schön ist auf dem Platz, benutzt diese Pause, um sicherlich noch eine taktische Anweisung zu geben, um jetzt zumindest das Unentschieden noch über die Zeit zu bringen, über die restlichen 12,5 Minuten. Und hier nochmal von einer anderen Kamera.
Wollen wir Meyer keinen Vorwurf machen. Er hat heute hier so glänzend gehalten. Und der nasse Ball sicherlich schwer zu halten. Vielleicht wäre es richtiger gewesen zu fausten. Aber wer will das sagen? Jetzt muss die deutsche Mannschaft Nerven behandeln. Wimmer. Netzer. Grabowski. Und Einwurf für England. Marshall. Shivers gegen Schwarzenbeck. Meyer. Breitner wird sofort angegriffen. Die Engländer sind jetzt wie aufgedreht. Beckenbauer. Netzer. Oh ja, wenn der Pass zu Gerd Müller gekommen wäre, der war genau in die Gasse. Allen Ball. Schivers. Marsch. Und Beckenbauer, glänzendes Stellungsspiel. Eckball Nummer 15. Nein, Einwurf gibt es nur. Hughes. Und über die Latte gehoben. Und der Schiedsrichter gibt Foul gegen Meyer, also den Freistoß für Meyer. Ein Foul an Meyer, so wollte ich sagen. Wimmer, Netzer, noch 10 Minuten. Schwarzenbeck und Beckenbauer. Höttges. Breitner. Beckenbauer. Und schöner Pass, aber zu schnell auf diesem rutschigen Boden. Sehr schwer, sonst wäre es ein guter Pass für Wimmer geworden. Foul von Wimmer an Allen Ball. Bobby Moore. Uli Hoeneß. Und jetzt singen die Engländer. Noch 8 Minuten und die Frage ist, hält die deutsche Mannschaft diesen Druck stand? Kann sie das 1:1 halten? Sigi hält und ein Foul. Er hat von hinten gedrückt, das war richtig gesehen, aber im Fallen, er entschuldigt sich bei Bobby Moore. Madeley, immer offensiver. Und Hoeneß. Hughes. Schwarzenbeck. Hunter. Noch 7 Minuten.
Marsch. Müller. Tor undenkbar erschienen. Der schnelle Vorstoß von Sigi Held hat diese Chance eingebracht. Das sollte man auch bedenken. Und Netzer hat die Nerven behalten. Noch 5 Minuten. Was ein Spiel in diesem Stadion, in diesem Viertelfinale zwischen England und Deutschland. Netzer hält. Der einzige Regionalligaspieler der deutschen Mannschaft. Er hat die Chance zum Elfmeter herausgearbeitet. Breitner. Breitner und Netzer. Und Hughes. Gefährlich. 5 Engländer, 4 Deutsche. Schivers. Alan Ball. Colin Bell. Und über das Tor. Halber Meter war das. Wiederholung. Und noch 4 Minuten. 4 Minuten, die Nerven kosten. Ball rutscht ins Aus, Einwurf für die Engländer. Bobby Moore. Alan Ball, Marsh. Nein, 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 ein normaler Rempler, da kann man keinen Elfmeter mehr verlangen. So geht's auch nicht. Shivers. Beckenbauer glänzend heute im Kopfballspiel wieder. Shivers sehr gefühlvoll und da faustet Meyer glänzend. Francis Lee, der Schütze des 1:1. Noch 3 Minuten. Hughes. Sigi Held, Hoeneß, Müller ist alleine vorne, Netzer, Wimmer, gut getäuscht. Grabowski auf dem anderen Flügel. Und Gerbschaft und sicherlich eines der wichtigsten. Er hat das 3:2 in Leon geschossen, das Deutschland in die Vorschlussrunde der Weltmeisterschaft brachte. Und auch dieses 3:1 hier ist heute Gold wert. Mit Uwe Seeler, der am Montag sein Abschiedsspiel feiert gegen eine Weltelf, hat Gerd Müller damit gleichgezogen als Torschützenkönig der deutschen Nationalmannschaft. Beide haben jetzt 43 Tore. Die Zeit müsste um sein. Vielleicht lässt der Schiedsrichter einige Sekunden nachspielen. Viel kann das nicht sein. Wir warten jede Sekunde auf den Schlusspfiff. Noch einmal Sepp Maier vom Beifall umjubelt. Schiedsrichter Elias schaut schon auf die Uhr zum wiederholten Male. Und der Pfiff muss jede Sekunde kommen. Als Hughes jetzt im Ballbesitz ist, noch einmal Gerd Müller, der Schütze des umjubelten 3:1, Uli Hoeneß, Höttges, der großartige Verteidiger.
Einwurf für England. Durch Peters aber passieren, meine Damen und Herren, kann hier nichts mehr. Sie können die Korken locker machen. Der Schlusspfiff ist da. Es steht 3:1 für Deutschland. Im 14. Spiel bei 2 Unentschieden. Der dritte deutsche Sieg hintereinander. 1:0 in Hannover, 3:2 nach Verlängerung in Lyon und heute 3:1. Und der erste Sieg in Wembley, auf den wir so lange gewartet haben. Die 5. Heimniederlage für England, die Mannschaft, die seit 7 Jahren auf diesem herrlichen Platz nicht mehr geschlagen worden ist. Und wie ich meine, eine Sensation des Weltfußballs. Mit 4 Verletzten, mit 4 Ausfällen musste Helmut Schön rechnen. Die Schalker Spieler standen nicht zur Verfügung. Und dann heute gegen England der 200. Sieg einer deutschen Nationalmannschaft. Das ist ein Erlebnis, das ist Wembley, meine Damen und Herren. Und damit dürfen wir uns von Ihnen verabschieden. Das Rückspiel findet in 2 Wochen am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Und nach diesem 3:1 gegen eine vielleicht etwas überalterte deutsche Mannschaft haben wir alle Chancen, die Runde der letzten 4 in der Europameisterschaft 1972 zu erreichen. Ein großer Triumph für das deutsche Team, ein großer Triumph für Helmut Schön, ein großer Triumph für eine herrliche Mannschaft. Und damit zurück ins Studio.